Video soll es jetzt nun um das neue perfekte Laptop-Business 2.0, die Afrika-Edition gehen von Ralf Schmitz. Ja, mit seinem ersten Laptop-Business hat er schon damals einen großen Meilenstein gesetzt und mit seinem neuen 2.0 Nachfolger, ja, setzt er nochmal quasi eins drauf. Also ich war überrascht, dass man ein Produkt, also ein Business haben kann, was eben keine E-Mail-Marketing-Liste voraussetzt. Also für E-Mail-Marketing, dann braucht man keine Domain, kein Hosting. Man kann natürlich von überall auf der Welt aus arbeiten. Man braucht keine eigene Webseite und so weiter. Also das sind alles Punkte, die natürlich viele abschrecken, ein eigenes Business starten zu wollen. Aber ich sag gleich, sein Laptop-Business ist nicht unbedingt etwas, was man zwischen Tür und Angel machen sollte. Also es ist auch kein schnell. Ich verdiene mal Geld innerhalb von einer Woche Business. Das funktioniert hier nicht. Das Ganze ist auf langfristige Sicht ausgelegt. Das heißt über mehrere Wochen, Monate sogar, bis man dort erste kontinuierliche Einnahmen erzielen kann. Und das Tolle ist, man hat nicht nur einen Kanal, wo man die Einnahmen reinbekommt, sondern man hat im Grunde genommen, ja, drei Kanäle sogar. Und ich verrate es einfach mal. Also man kann praktisch mit fremden Fotos sich einen eigenen Kanal aufbauen und das völlig legal. Da kann man sich bei Plattformen anmelden, wo Firmen unterwegs sind, die einen dafür bezahlen, wenn man etwas postet, natürlich abhängig von der Abonnentenanzahl. Und hier sprechen wir von mindestens 5000 Abonnenten, die man haben sollte, damit sich das Ganze lohnt, um, sage ich mal, ab 5000, um die 1200 Euro eben mit Firmenprovision verdienen zu können. Da kannst du natürlich selber auch Sachen promoten. Ja, also Instagram, darum geht es eigentlich, funktioniert ja hauptsächlich mit physischen Produkten, natürlich auch digitalen Produkten. Und Instagram, weißt du, gehört zu Facebook, das heißt, du kannst auch Werbung schalten. Und du kannst natürlich auch, wenn du einen großen Kanal hast, von anderen Usern dich bezahlen lassen, damit diese dann eben von deinen Abonnentenanzahlen profitieren können und dann entsprechend Umsätze erzielen. Ja, das Ganze, wie gesagt, ist ein Instagram-Business. Es geht also komplett um Instagram Stories, um Instagram Kanäle. Und das Tolle ist, man kann das Ganze natürlich auch automatisieren. Das heißt, es gibt Tools, die er auch hier vorstellt. Und diese Tools, die sorgen eben dafür, dass man nicht so viel Arbeit hat. Ja, natürlich muss man diese Tools in die Einstellung auch ratsam eben bedienen. Man darf es nicht übertreiben, denn man kann bei Instagram natürlich auch gesperrt werden. Ja, genauso, wenn man missbaut mit seinem Facebook-Ads-Konto, dann fliegt man raus und dann war es das. Ja, deswegen sollte man die Sache langsam angehen. Aber ich will es ja nicht zu so viel versprechen. Der Preis ist natürlich, sag ich mal, durchaus gerechtfertigt. Ja, denn du musst überlegen, du kannst mit seinen Tipps und Tricks nicht nur einen Kanal dir aufbauen, sondern wenn du eben den Eifer hast und das Durchhaltevermögen, kannst du auch locker sagen, okay, du machst jetzt hier 5 Kanäle oder 10 Kanäle zum Beispiel gleichzeitig. Würde ich jetzt zwar als Anfänger nicht unbedingt empfehlen, aber wenn du schon ein bisschen semi-professionell unterwegs bist, kann das durchaus interessant sein und für dich natürlich auch eine lukrative Einnahmequelle sein. Schluss letztendlich musst du natürlich für dich entscheiden, ob du, sag ich mal, relativ lange warten kannst, ja, die Geduld hast, dir hier langfristig was aufbauen zu wollen. Aber ich kann dir sagen, dass Instagram ja momentan und denke ich mal auch noch weiterhin die Quelle ist, um wirklich gutes Geld zu verdienen. Ja, ich würde dir jetzt viel Spaß wünschen
ja, wenn du dich für den Kauf des perfekten Laptop Business 2.0 entscheidest. Wie gesagt, du findest hier quasi alles, was du benötigst, um dein Instagram-Business zu starten. Und da kannst du gutes Geld verdienen, wirklich. Also es lohnt sich echt.